Ey, bis 68,5 soll man arbeiten. Das wird ja immer später. Das, wir holen das überhaupt nicht mehr ein, das Rentenalter. Man arbeitet ja auch so viel, dass die Lebenserwartungszeit immer geringer wird. Das heißt, die sparen einfach Rente, weil man verreckt, bevor man zur Rente kommt. Ja, und selbst wenn du nicht verreckst, wenn wir jetzt 80 sind, dann wirst du doch wieder nur mit 116 Rentner. Das ist, was ich meine. Das ist ja wie die Hatz des Igels nach dem Hasen. Den holst du nie ein. Es gibt sowas wie Rente, gibt es nicht. Nee, das ist eine Erfindung, genauso wie Kalorien. Kalorien? Karl Urin. Ah, der Toilettenhändler. Karl Urin. Ach, guck, herzlich willkommen. Oh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Yeah. Late Night, 20 Uhr. Ich muss ja wirklich mal sagen, ich halte fest, ja, auf dieser Seite in der Bild-Zeitung keine Brüste. Das ist nicht dein Ernst. Keine Brüste auf dieser Seite der Bild-Zeitung. Entweder das ist ein Redaktionsfehler. Wir können gucken hier, siehst du, hier. Oder das zerstört unsere Theorie. Keine Brüste. Das kann nicht sein. Doppelseite. Was denn die passende? Weil wir haben nämlich rausgefunden, dass auf jeder Doppelseite Bild-Zeitung muss mindestens ein paar Brüste zu sehen sein, weil sonst liest ja kein Mensch auf der Seite. Und was hier zum Beispiel ist, hier, da haben wir eins, zwei. Hier. Ganz groß die Werbung. So. Hier. Dann einmal haben wir noch hier. Brust. Direkt Cora Schumacher, Brust. Hier Brust. Oben. Das ist auch eine Brust, aber die kann ich nicht zeigen. Ronaldo liebt Nacktmodel. Brust! Hätte ich das vorher gebrust, hätte ich mir die nicht gekauft. Hier, ja, auch noch, guck mal hier. Oh, da, Doppelbrust. Das kann man nicht zeigen, das ist doch zu viel. Warum? Weil da noch mehr als Brust ist. Ey, du kannst jeden Tag die Bildzeitung. Oh, guck mal hier, Penelope Gruß. Das soll nichts drauf. Die heißt ja jetzt Penelope Brust. Die Bildzeitung arbeitet ja auch redaktionell an dem Motto: Ohne Brust gibt's Frust. Ja, und seitdem muss eben auf jeder Seite nackte Haut zu sehen sein. Brust. So, und jetzt kommen wir zu unserem Night of the Week. Der hat in seinem Leben bestimmt viel Brust bekommen, weil er zum einen Italiener ist und... das macht Sinn. Wieso? Ja, das macht Sinn. Italiener haben ein ganz enges Verhältnis zu ihrer Mutter. Das liegt daran, dass die sehr lang gestillt werden. So. Das stimmt. Siehst du? Ja. Unser Regisseur, der Robert, ist auch Italiener. Und der hat uns das gerade bestätigt aufs Ohr. Insofern, wir lügen nicht. Der geht heute noch nach Hause, wenn er Durst hat. Ein Glück haben wir diese Buttons, die jeden noch so schlimmen Gag schnell entschärfen. Ja, achso, lass uns mal auf den Punkt kommen. Genau. Ne? Hier, das unser Night of the Week. Ein Italiener und Brustfetischist. Luca Toni. Luca. Der hier, ja? Aber warte. Jetzt zeig. Hier, warte. Hm? Der hier. Achtung. Was meint er damit? Was ist das? Hä? Ich verstehe dich nicht. Ich hab. Hier. Ich weiß nicht, was das heißt. Also die Bewegung, normalerweise macht man so. Schönes Meerrauschen in der Muschel. Hör mal, mehr in der Muschel. Mehr? Hör mal mehr in den Muschel. Bei mir ist nichts mehr drin. Schöne Mädchen, guck mal, mehr in den Muschel. Ja, ich weiß nicht, was das heißt. Was ist das? Das ist irgendwie so ein Signature-Move so. Keine Ahnung, der Ultimate Warrior hat so gemacht. Hulk Hogan hat so gemacht. Shaquille O'Neal macht den. So, und... Und der macht so. Ja, und der macht einfach so. Ich weiß nicht, das, vielleicht heißt das so viel wie, ich höre euch nicht im Stadion. Unser Chef hat ja auch einen Signature-Move, der geht so ähnlich, der geht so. Ja? Okay, der war ganz... Lass uns nicht weiterreden. Aber warum Luca Toni? Man muss ja wirklich an der Stelle mal sagen, Luca Toni ist ja, sag ich mal, der Ultimate Warrior der Bundesliga. Absolut. Nämlich? Ja, also zum einen hat er wunderschönes Haar. Das muss man... Können wir das Bild nochmal zeigen? Ja. Das ist wirklich... das ist ja nicht Schweiß, warum die so glänzen. Ja? Nee, italienische Haare... Das sind Glanzperlen. Das ist die Konsistenz des italienischen Haars. Das wächst so raus, glänzend. Genau, weil die haben auch keine Schweißdrüsen am Körper, sondern nur in den Haaren. Genau. Und manchmal schneiden die in italienischen Discos, wenn ihr schon mal da wart, bin da regelmäßig, da haben die keine Disco-Kugeln, sondern einfach abgeschnittene Haare, die so wie Lametta an der Decke hängen, weil die so glänzen. Ja, außerdem sparen die auch viel Geld beim Friseur, weil wenn die reingehen und die fragen, sollen wir vorher waschen, dann sagen die einfach, ich gehe mal aufs Laufband. Ja. Mhm. Und sie machen einfach das Shampoo direkt rein. Ja. So. Ja, aber nicht nur wegen seinen Haaren sind wir großer Fan von Luca Toni. Nein, sondern weil er einfach, wie viele Tore? 370 Tore in zwei Pflichtspielen. 72 Tore in anderthalb Pflichtspielen geschossen hat. Und das muss man einfach mal sagen. Ich glaube, der ist so ein Hybrid. Irgendwelche Wissenschaftler haben so eine Krake mit einem Menschen gekreuzt. Und herausgekommen ist Luca Toni, weil der ist immer, egal wo der steht, seine Kraken, Weberknechtbeine, die sind immer überall. Und das sieht auch immer so bei dem aus, als ob der es gar nicht kann. Nee. Und so ungelenkt von der gesamten Statur, so wie Shaquille O'Neal beim Freiwurf. Aber im Gegensatz zu Shaquille O'Neal trifft er halt. Und zwar dauernd, ne? Ja. Aber was das Schlimme daran ist, und das ist der eigentliche Skandal, niemand will, dass Bayern München Tore schießt.
Nee. Was kann man dagegen tun? Luca Toni die Haare abschneiden. Zum Beispiel, oder einfach konsequent italienische Produkte boykottieren. Einfach mal sagen, ich kaufe keine Pizza mehr. Oder ich esse keine Spaghetti mehr. Okay, damit ist mein Leben beendet gerade, aber okay, ja, weiter. Man kann doch mal ein gutes deutsches Essen essen. Sauerkraut, Braten, Bratkartoffeln, Wurst. Was spricht denn mal gegen Wurst. Eine Wurst? Man Wurst kann auch mal eine Wurst essen. Wurst ist, glaube ich, auch das deutscheste Wort, was es gibt. Wurst. Deshalb kommt auch der Name Hans Wurst. Das ist so wie He-Man. In Wursterisch. Wusste ich noch gar nicht. So. Kommen wir zu unseren Top 5. Luca Toni spielt ja nächste Saison bei der Eintracht. Dann können wir ihn auch wieder cool finden. Ach, das war übrigens ein Gag. Nee. Wenn es nach dir geht, wenn er alles schon bei der Eintracht spielt, ne? Ja, ich kann nichts dafür, dass die dann ganz kurzfristig noch abspringen. So, machen wir Top 5. So, wir haben mal Top 5, wie du jetzt kommen wir viel, Top 5. Zeit dem Luca und zwar die Top 5 mache ich jetzt mal hier auf. Die sind natürlich schon vorbereitet. So, hier sind sie gleich da. Wir hier machen ein bisschen Musik, bis sie da sind. So, der Doppelklick ist mit einem Laptop um einiges schwieriger auszuführen, so, als mit Schluss jetzt. Einer Maus. So, die Top 5. Und da haben wir wieder ein tolles Thema für euch. Frauen an euch hassen. Das ist ja erstmal ein Schock. Das ist ja vor allem erstmal eine Aussage, wo viele erstmal sagen, was? Die hassen mich nicht. Nee, Mann, wenn denn hasse ich die, ey. Und das stimmt schon mal nicht. Frauen hassen Männer. Ihr habt euch sicherlich schon mal gefragt, warum macht mir meine Frau das Leben eigentlich so schwer? Es könnte ja so schön sein. Weil sie euch hassen. So, und da haben wir mal so ein paar Sachen rausgesucht, genau gesagt 5, was die Frauen konkret an euch hassen, damit ihr euch drauf einstellen könnt. Genau, auf Platz 5. Fußnägel im Bett, im Flur und auf der Couch. Ihr wisst ja, Männer haben ja, anders als Frauen, einen sehr starken Nagelwuchs und lassen die auch im Gegensatz zu Frauen nicht stehen, sondern die schneiden die halt ab. Ja, das ist eigentlich unser Nachteil. Der wird uns noch vorgeworfen, ja, weil wir müssen sie schneiden. Ihr könnt das Kraut einfach wachsen lassen und irgendwie einmal im Jahr da mit der Feile ran. Wir müssen ja fast täglich schneiden. So, ja, sagen wir mal, alle 5 Tage muss man schneiden. Man hat ja dann 20 Nägel, dann sind das ja 4 Nägel im Durchschnitt pro Tag, die geschnitten werden müssen. Und die logischerweise auch irgendwo hinfliegen. Und man kann ja nicht immer irgendwie aufpassen, dass der Nagel jetzt genau in irgendwie so eine kleine Öffnung, Toilettenschüssel oder Mülleimer oder was auch immer, sondern die fliegen, die spritzen durch die Gegend. Das Problem ist ja auch die Körperhaltung. Weißt du, du musst ja die Füße irgendwie dann so, dann sitzt du so schon irgendwie, ja, wie Gollum gerade auf der Suche nach dem Ring, sitzt du so da und bist am Rumknabbern, ja, und dann musst du erstmal eine gemütliche Position finden. Das ist nun mal das Bett, der Flur oder die Couch. So. Und dann fliegen die halt. Also kein Mensch kann das kontrollieren. Weißt du, es gibt so Leute, die können so Münzen in so Gläser schnippen oder so, das ist ja schon schwer, aber erst mit den Nägeln, das kann kein Mensch kontrollieren. Das ist also Platz 5. Übrigens eine Möglichkeit, wie ihr verhindern könnt, dass die sauer auf euch sind, lasst einfach die Nägel wachsen. Lasst sie einfach wachsen, bis sie so lang sind und richtig gelb und schorfig. Und dann stellen die dir auch nicht mehr, wenn die so kleine Nägel irgendwie, weißt du? Dann kann man die auch leichter anknabbern. Ich meine, Platz 4. Platz 4, warum Frauen euch hassen, ganz einfach, der Zeitschriftenberg auf dem Klo. Das hat folgenden Hintergrund. Der Zeitschriftenberg auf dem Klo wird von den Frauen nicht gehasst, weil es Zeitschriften sind, sondern was diese Zeitschriften implizieren, nämlich ich verbringe die schönste und längste Zeit des Tages auf dem Pott. Langes, ja, Kacken. Ja, so ziemlich lang und man ist, also ist ja der Lieblingsplatz eines jeden Mannes. Habt ihr einen Lieblingsplatz außerhalb des Klos? Nein. Nö. Sondern man sitzt da wirklich gerne und lange so und das Problem ist, man kann das auch lösen, indem man einfach auch Zeitschriften nimmt, die auch Frauen lesen können. Also jetzt nicht nur Playboy und Kicker, sondern, ja, vielleicht auch mal sowas wie, weiß nicht, Vanity Fair oder Neon oder sowas oder Stern. Ja, was? Stern? Spiegel? Gala? InStyle? Ja, das ist schon jetzt zu weiblich. Man muss schon... Also, ach so, es muss subtiler sein, damit, ja, ja, sie es nicht checken. Ja, es gibt ja so neutrale Zeitschriften, die wir natürlich nicht lesen, aber die Frau vielleicht liest. Aber der Punkt ist, eine Frau würde ja niemals zugeben, dass sie, weißt, sie würde ja niemals sagen, oh cool, da war die InStyle oder da war die Gala oder sonst irgendwas auf dem Klo, weil damit würde sie ja zugeben, dass sie kackt. Was ihr machen könnt ist, um Argument zu haben, ihr könnt mal eine Gala oder eine InTouch aufs Klo legen. Und gucken, ob umgeblättert wurde. Ja, und ihr macht da so Finger-Abdruckpulver so aus dem Detektivkasten rauf oder so. Und dann lasst ihr die mal 2 Tage liegen und dann geht ihr irgendwann hin und guckt, ob da irgendjemand rumgeblättert hat. Ja, und Frauen geben das ja nicht so zu. Bei Frauen ist das ja so, die tun ja so und meines Wissens ist es ja auch so, dass Frauen das gar nicht machen. Aber Männer gehen da also viel selbstbewusster mit um. Wenn ich zum Beispiel in der Firma aufs Klo gehe, gehe ich ganz selbstbewusst in die Games-Redaktion, der Max,
unser Games-Redakteur hält schon die neueste GameStar bereit, ohne was zu sagen, das ist blindes Verständnis, ja. Und sagt dann schon hier, Platz 2, Seite 32 bis Seite 35 ist genau in deiner Zeit zu schaffen. So. Ja. Das ist natürlich gelogen, weil 30 bis 50 würde es besser treffen. So, ja, also wie gesagt, Zeitschriftenberg auf dem Klo ist eine ganz heikle Sache. Da muss man aufpassen. Ja. Oh, Platz 3, wo wir schon mal am Örtchen sind, bleiben wir gleich da im Stehen pinkeln. Diese Diskussion wird es ja gar nicht geben, wenn Frauen auch im Stehen pinkeln könnten. Nee, so. Das ist richtig. Das ist ein, kann man sagen, das ist nicht nur Hass, es ist auch Neid. Es ist Hassneid. Die schlimmste Form. Auch nass, kurz gesagt. Ja, und wir machen es natürlich einfach, weil es bequem ist, weil es schnell geht. Männer sind immer in Eile. Der Punkt ist, ich gebe jetzt was zu. Na? Ich bin ein Sitzpisser. Ey, aber kannst du doch hier nicht doch, warte. Und ich kann das erklären. Können wir nochmal kurz auf den Laptop schalten? Ja? Mit dem Zeitschriftenberg auf dem Klo. Das Problem ist, wenn man im Sitzen pinkelt, wird jedes Pinkeln automatisch zum. Darf man Kacken sagen? Ja. Hab ich ja schon. Darf man ruhig sagen, ne? Ja. Also wird jedes Pinkeln vom Umfang her zum Kacken. Weil man bleibt dann ja genauso lang sitzen. Weil das, was einen daran fesselt, ist jetzt ja nicht irgendwie, ne, die Menge oder die Dauer oder die Geschwindigkeit, sondern das Lesen. Ich sehe gerade so irgendwelche Zuschauer von uns, die mit ihren Eltern die Sendung gucken, ja, und die Kinder irgendwie gesagt haben, Mama, muss mal gucken, Late Nights, voll lustig. Und die ist auch echt smart, die Sendung, müssen mal reinschalten. Ganz intelligent. Kacke, ne, Kacken, ne, Klo, Wird noch besser. Ja, kommt Platz super rüber. Ja, aber ich muss wirklich sagen, es ist einfach viel gemütlicher. Und da ja schon der, ich habe ein komplettes Entertainment-Center auf dem Klo, ne? Ja. Also je nach Dringlichkeit und nach Aufgabengebiet, sag ich mal, ja, ist ja vom Gameboy bis zum Einkaufsprospekt vom Plusmarkt ist halt alles da. Was, ne, auch super ist, man kann sich auch so flauschige Einwegbezüge auf die Brille kneten, so. Weißt du, so, dass das richtig so wuschelig wird, als wenn man auf so einem Biber sitzt. Ey, ohne Witz, das ist eine saugute Idee. Ja. Die Pelzbrille. Ja. Das ist wirklich ohne Scheiß. Das Aber dann darf man wirklich nicht mehr im Stehen. Okay, jetzt driften wir ab. Ja. Da reden wir nochmal gemeinsam drüber. Genau. Platz 2. Klamottenspur durch die Wohnung legen. Was hat es damit auf sich? Darf ich es kurz erklären? Ich bitte drum. Ich bin, was das Entkleiden angeht, ein Opportunist. Das heißt, ich mache es nicht so, ich gehe nach Hause, ziehe mich vor meinem Kleiderschrank aus, lege die Sachen zusammen und tue sie in den Schrank rein. Nein! Das Erste, was ich mache, ist, ich gehe nach Hause, gehe aufs Klo, gehe in die Küche. So, und auf dem Weg, wo auch immer hin, zum PC, muss ich ballastlos werden. Das heißt, es geht so auf dem Weg da, fällt die Jacke hin da und so weiter. Und nachdem ich mich entkleidet habe, kann man quasi wie bei CSI komplett nachempfinden, wo ich mich direkt befunden habe. Man legt wirklich eine Klamottenspur. Das ist wie so ein Tiger, der, während er durch sein Revier streift, an jeden Baum mal so reinpinkelt. Um zu zeigen, so hier war ich und hier komme ich auch wieder her. Irgendwann komme ich und ziehe diese Unterhose wieder an. Ja. Weil das ist ja auch das Geile, man muss ja auch Klamotten nicht waschen, das ist ja auch völliger Quatsch. Man muss Klamotten einfach 2-3 Wochen auf den Berg legen und dann holt man die da wieder raus. Und in der Zwischenzeit hat sich der Geruch irgendwo verteilt. Weißt du? Ja. So mache ich das immer. Ja, ich lege die immer zum Trocknen auf die Bank, wo ich auch die nasse. Auf die Stemmbank, wo du immer die Hand hin. Geschirr hinstell. Ja, nasses Geschirr ist ein gutes Stichwort, weil damit kommen wir nämlich zu Platz 1. Und den gibt's nach der Werbung. Das ist schön. Ba-ba-bam! Eins. Aus zwei. Mach eins. Nein, jetzt kommt unsere Nummer eins. Und das ist wirklich ein Highlight. Auf Platz eins, warum Frauen euch hassen. Oder wann Frauen euch hassen, müssen wir in dem Fall sagen. Mhm. Wenn ihr Spaß habt. Klingt auf den ersten Blick unverständlich, ist aber ganz schnell erklärt. Wenn man eine Frau kennenlernt, dann neigt man dazu, seine Interessen aufzugeben. Das heißt, man tut so, als wenn man ein ordentlicher Mensch wäre, der mit beiden Beinen im Leben steht und der nichts macht, was irgendwie Spaß macht. Spaß macht. Und dazu zählen so Sachen wie... So, nur Sachen macht kurz, die sinnvoll sind. Natürlich. Ja. So Steuererklärung mehrfach. Ja, einfach nach der Arbeit noch die Zeitung lesen, sich vorbereiten auf den nächsten Tag. Halt ernsthafte, im Leben erwachsene stehen. Sachen, sinnvolle Sachen. Ja? So. Wenn man aus der Schule kommt, hat man keine Hausaufgaben mehr, also muss man was anderes Sinnvolles machen. So, das geht immer so, und ruft einen Kumpel an, so, ey, kommst du heute mit Fußball spielen? Nee, ich bin heute bei der Sibylle. Wer ist Sibylle? Oder wie heißt deine Mutter nicht, Sibylle? Ich nenne sie mal beim Kosenamen. Wildes Früchtchen 17. Also Wildes Früchtchen 57 wäre auch nicht schlecht.
Egal. Ja, wieso? So, Jahrgang 1917. So, weil, nee, und so. Nicht nur, er erzählt zum Beispiel Fußball zu, Dinge, die Spaß machen, und erzählt zum Beispiel zu Sachen wie Zocken, viel, ganz viel. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Aber auch zum Beispiel das, die aufgeräumte Wohnung. Ja, ja, das, ist ja auch so eine Sache. Wenn man eine neue Freundin hat, ist die Wohnung immer blitzblank. Die kommt nach Hause. Der Kühlschrank ist voll. Alles ist sauber, ja. Unglaublich. Wenn der beste Kumpel kommt, ja, machst du nicht mal das Fenster auf. Nee, nix machst du da. Ja. So. Und das ist nämlich, das ist die große Illusion, diese Blase wird irgendwann zerplatzen. Und wenn ihr euch peu à peu euren Spaß zurückholt, indem ihr dann irgendwann auch mal wirklich mal Fußball guckt, 2 Stunden am Tag oder ein bisschen Dreck rumliegen lasst, dann geht nämlich der Stress mit eurer Freundin los und dann habt ihr nämlich Streit. Und weißt du, was sie dann sagt zu ihrer besten Freundin? Njam, njam. Sibylle, er hat sich verändert. Ja. Er ist nicht mehr der, den ich mal kannte. So, und dann wisst ihr... Und dann ist, ne? Dann müsst ihr nämlich den Date-Doktor rufen und das ist bei uns der Pierre. Das ist eine super schöne Überleitung, die reißt mich gerade noch aus der Realität. Der Pierre hat nämlich uns was mitgebracht, das wir ja schon auch in anderen Sendungen, glaube ich, gesehen haben. Unter anderem bei Giga Games. Hast du von der Sendung schon mal was gehört? Nee. Giga Games? Giga Games. Gibt's die noch? Giga Games, die Games-Sendung. Tada! Ist das nicht geil? Das offizielle Titanenkampf, das finale Poster. Man achte besonders auf Jans ultra-debilen Blick. Liegt einfach daran, dass wir kein anderes Foto vom Jan haben. Super schön. Und der Nils will das jetzt mal direkt an unsere Baustelle hängen. Ich habe auch, ich bin auch gut im Tapezieren und so ein Kram. Ich kann sowas richtig gut. Am 8. Mai, so viel kann ich schon mal sagen, am 8. Mai. Das ist ja wunderschön. Gag. Das ist ja auch ein sehr theatralischer Moment. So, am 8. Mai geht's rund, da gibt's die große Sondersendung zum Titanenkampffinale. Leichtathletik ist die Disziplin und ja, wir können natürlich an der Stelle noch nichts verraten und wir können nur sagen, es wird spektakulär. Schaltet auf jeden Fall ein, wir werden jede Menge Gäste haben und erzähl doch nicht so viel, zeigen wir doch einfach mal, wie das ungefähr aussehen wird. Okay. Ich denke, schauen wir mal rein. Ja, das ist der offizielle Theatralikmodus. Ich merke gerade, wie krumm ich immer sitze. Ja, wirklich, du bist so. Mal ernsthaft, kann man das mal vielleicht von der Seite mal filmen? Das ist original meine. Kein Witz, das ist meine nicht getunte, authentische Nicht-Fernsehhaltung. So, und jetzt Achtung. Das wäre gerade. Kennst du es, wenn du manchmal irgendwie so in einem Restaurant oder einer Kneipe oder so sitzt und dann siehst du Frauen, die sitzen wirklich so am Tisch mit jemandem gegenüber, als ob die ein Bügelbrett angetackert hätten. Jetzt nimmt man Salat. So. Und dann auch die, weißt du, ein Mann ist ja, sag ich mal, ein Mann ist so, wenn er eine Suppe ist, man kann so. Ein Mann ist doch keine Suppe. Ja, oder irgendwas, der schaufelt ein Mann es direkt ist ein Wildschwein so. Rum! Schaufelt es direkt in sich rein, mit dem Mund möglichst nah an den Teller und dann den kürzesten Weg. So, ja. Und die Frauen sitzen so, tunken den Löffel. Ja, man sagt ja auch, der Löffel geht zum Mund und nicht umgekehrt. Ja. Das Problem ist, ich kann so gar nicht sitzen, weil ich so viel Muskeln habe, auch im Rücken, dass ich so ich komme gar nicht runter, so. Weißt du? Die blockieren sich quasi. Ja, das ist der Krassomus. Der Punkt ist jetzt mir hier, guck mal hier, die Verbindung zur Regie ist mir explodiert. Ist nicht so schlimm. Ja, eigentlich sogar ganz geil. warte, ich wollte noch eine Sache sagen zum Thema, das habe ich vergessen. Warte. Rücken. Rücken, auch ein schöner Rücken, keine Zücken. Ich hab Rücken, ne? Egal. Brust, auf jeden Fall, gerade sitzen ist echt ein Problem. Ja, so, das wollen wir sagen. Gerade Ritzen, gerade sitzen, gerade in Ritzen ist schwer. So, und da wo wir gerade bei Regie waren, wollen wir das vielleicht mal machen? Weil ich habe nämlich neulich im Handbuch für Fernsehstars gelesen, dass man im Fernsehen so gewisse Wörter nicht sagen darf. Zum Beispiel kacken. Also ist ja wirklich ein No-Go. Würden wir auch nie in den Mund nehmen. Und da haben wir uns überlegt, wenn wir die Sachen nicht sagen dürfen, lassen wir sie einfach vielleicht von uns sagen. Genau. Ganz genau, ganz genau. Zum Beispiel das.
Wir haben eine wunderschöne Seite gefunden, und zwar Wörterbuch.info. Ja, an sich würde jetzt sagen, langweilig, richtige Rechtschreibung brauche ich eh nicht, ja. Aber das ist wirklich ganz interessant, denn man kann hier jedes Wort eingeben. Zum Beispiel kacken, ja. Und dann treffen wir hier sogar tatsächlich, da sieht man auch, dass es absolut erlaubt ist, sonst würde es hier nicht angezeigt werden, to shit, to crap und to poop. So weit, so gut. Jetzt kann man aber hier rechts diese Sprechblase anklicken. Ich hoffe, ihr könnt das zu Hause erkennen. Und dann kommt man nämlich zum Sprachgenerator. Wir machen mal einen kleinen Test. Kacken, anhören. Und jetzt? Kacken. So, ganz simpel. Es ist ja auch wichtig, dass man weiß, wie man heutzutage richtig die Wörter nicht nur schreibt, sondern auch betönt. Betört. Also es ist sehr wichtig, dass man weiß, wie man sie betönt. Man kann da auch ganze Sätze draus machen. Ich kacke sehr gerne. Das ist ein schönes Wort, Nils. Vielen Dank. Zum Beispiel. Ich kacke sehr gern und lange. Ja? Also ja. Oder man kann zum Beispiel auch machen. Ich kacke im Stehen und lass Nils Mutter zu sehen. Ja, das ist toll. Also unglaublich. Aber es ging ja eigentlich eher darum, die Regie jetzt, aber ist ja nicht so schlimm. Massiv schreibt so seine Raps. Mit dem Wörterbuch? Ja. Ghetto Killer Machine. Bin ich. Machine. Ghetto Killer bin ich. Yeah. Bam. Ja, wenn man nämlich nicht rappen kann, dann geht man ins Internet und macht die Rap Machine. Das ist gut, das will ich mal ausprobieren, wenn ihr zum Beispiel zu Hause seid und eure Eltern sagen euch, macht das nicht, egal was ihr gerade tut, dann sagt ihr, warte mal eben, ich gehe mal auf wörterbuch.com, da freut die sich, und dann sagt ihr der Mutter nämlich zum Beispiel das hier. Ich hab grad keine Ahnung. Die sollen uns mal sagen, wie lange bis zur nächsten Messe. Ah, was ist denn das? Das hat nicht geklappt. Messe? Ne? Das sollte heißen die Regie, aber ich habe das Wort Regie einfach vergessen. Ich glaube, die sagt auch Regie jetzt, ne? Nee. Die sagt so, wie du schreibst. Probier mal aus. Warte, Regie? Meinst du, kann ich Regie sagen? Die Regie. Oh! Ja, aber man muss ja einen ganzen Satz machen, sonst macht es keinen Sinn. Die Regie stimmt. Siehst du? Zum Beispiel? Schon macht das Ganze Sinn. Wörterbuch.info, den Link dazu findet ihr bei uns im Blog. Machen wir jetzt Mats oder was? Werbung! Gib mal ein. Warte, einen Moment. Wir lassen das von unserer charmanten Assistentin von wörterbuch.de-info. Wörterbuch. Mach doch den ganzen Satz draus. Jetzt kommt die Werbung. Jetzt kommt die Werbung. Krass. Your heartbeat, heartbeat, next to mine. Ah nee, das war das falsche Lied. Habe ich jetzt Heartbeat, ich wollte Hero to Beat singen. Habe ich das falsche Lied gesungen. Weil wir machen nämlich eine großartige Aktion. Und ihr erinnert euch vielleicht, Hero to Beat heißt sie. Wir haben einen Helden gezeichnet und haben euch aufgerufen, zeichnet uns einen Helden, der diesen Helden schlägt, indem er genau auf die Schwäche, die dieser Held hat, abzielt. Und dann habt ihr einen gemalt und daraufhin haben wir wieder einen gemalt und dann habt ihr wieder einen gemalt. Das nennt man Captain Hero. Und der letzte Hero, den wir hatten, das war nämlich Zäusur. Der ist jetzt schon auch alt mittlerweile schon. Der, ne? Ist ganz alt geworden. Ist ja, mittlerweile ist ja China schon eine Demokratie, so alt ist der. China ist ist die Menschenrechtsdemokratie Republik China. Und da ist jetzt nämlich an der Zeit, dass jemand von euch Zäusur schlägt. Wir können ihn mal eben zeigen. Nee, können wir doch nicht. Doch, hier, den. Ja, aber dann wird er ja schon. Warte, ich guck mal. Du, was? Du, ja, ist doch egal. Du hast mich jetzt voll in einer Klatsche erwischt. Ja, aber der ist ja schon tot. Das ist doch nicht so schlimm. Es geht darum, dass die Leute ungefähr wissen, wie er aussieht. Okay. So, dann zeigen wir euch jetzt mal hier einen. Den Franz Maulwurf da. So. Zäusur war nämlich ein Chinese, der den Hero davor, den Zeus, verboten hat. Mhm. Und hier sehen wir zum Beispiel Barney. Ist sauer, weil Zäusur den Gott der Blitze verboten hat. Barney hasst nämlich Ungerechtigkeit. Da Barney früher Holzfäller war, wer wusste es nicht, war und fällt Zäusur mit seinem monströsen Arm. Durch seine Liebe, seinem Bauch und Drang zur Gerechtigkeit hat Barney mal wieder für Frieden gesorgt. Als nächstes interessiert mich das nicht. So, was haben wir hier? Mutanten from the Sesame Street Gang. Ja, ja, das ist Bloody Mutanten pervers. From das the ist Season Street. Pervers. Das krass, killed the Zäusur Man. Samson, Bert und Ernie. Ja, das ist auch sehr schön gezeichnet. Ja. Dicknasen, Vogelkettenmann. Weiter.
Das finde ich auch gar nicht schlecht. Cat Clone Warrior Army of Revenge. Da frage ich mich nur, sind es nicht Hunde, die Chinesen essen? Oder essen die jetzt auch Katzen? Ist das so? Weiß ich nicht. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Essen die Katzen? Das fände ich ja, also Hunde okay, kann ich verstehen, aber Katzen? Das wäre ja wirklich widerlich. Da würde ich aber drüber nachdenken, die Olympischen Spiele zu boykottieren, wenn die wirklich Katzen essen. Hier, der China Farmer, auch sehr nett. Der China Farmer, Fähigkeit, er benutzt seinen Zaubersack. Das fängt schon das gut an. Das reicht doch. Ja, um die lästigen Chinesen, welche eine große Macht verbieten, einzufangen und immer im geheimen Dunkel zu verbannen. Somit hebt er automatisch alle Fähigkeiten der Chinesen. Ja, warum macht ihr nicht einfach ein Schwert? Das Schwert vernichtet Zäusurmann. Da braucht man sich gar keine Gedanken mehr machen. Ja, oder einfach nur einen unsichtbaren Virus. Wir hatten sogar das bewegende schwarze Loch. Das ist sehr bewegend. Wirklich jetzt. Officer Konstantin Kontrabass. Das ist lustig, weil, weißt du, muss man erstmal drauf kommen. Ja, klar. Drei Chinesen mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was. Haben die Polizei. Was ist denn da? Drei Chinesen. So, ganz lustig. Aber es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, zum Beispiel der Dalai Lama. Ja. Ach, das soll Dalai Lama heißen. Man hätte auch einen Lama malen können. Der auch sogar auch. Hier, zum Beispiel der maskierte Gummischuhmann und Steve die Tetanusspritze. Leider ohne Erklärung, aber ich bin mir sicher, der hätte eine Chance. Definitiv. Auf jeden Fall sehr schön gezeichnet, muss man sagen. Das ist ja vom Tetanusbaum. Ne? Ja. Okay. Das finde ich auch sehr schön. Der Prüfer des Gesetzes. Der Prüfer des Gesetzes prüft den Herausgeber der Zäsur. Laut § 943 Absatz 3a des chinesischen Kuang-Ding-Shuang-Gesetzes ist es keinen Menschen erlaubt, ein Gesetz zu verändern oder zu erlassen, wenn dieser nicht vorher beim Prüfer des Gesetzes war. Nur absolut fähigen Menschen in China bestehen. Mr. Zäsur hat auf jeden Fall verloren. So. Das ist super gemalt, aber Soccer Shadow Ninja Man gespielt von Eddie mit Joyce. Den haben wir letztes Mal schon gezeigt. Das konntest du letztes Mal auch schon nicht lesen. So, dann haben wir... George W. Bush, Clone und Klone. Keiner mag ihn mehr. Ah, da die Chinesen ihn auch nicht mögen. Mir gefällt ein würfelndes Würfel China gezeigt, bla bla. Aber ist super. Ich finde die Proportion von der chinesischen Mauer zu George W. Bush auch super. Ich finde diesen Atompilz da hinten gut, oder ist das die Sonne? Ja. Atomsonne. Weiter geht's. Günther Speck schmeckt fein Beckstein. Ja. Dann haben wir den Hundefängermann. So, das ist nämlich die Wahrheit. Die essen nämlich Hunde. Da gibt es auch einen Film, in China essen sie Hunde, diese Schweine. Kohlenzwergmann. Mhm, finde ich gut. Den finde ich schön. Allrounder Hero. Hero McPingen and his friend Andoret. The friend. The friend. King Shredder. Ja. Hier, das haben wir uns auch zugeschickt bekommen. Fand ich ganz nett. Jan. Ach ja. Ja, Jan. Er hat die dicksten Eier der Welt. Dicksten Eier der Welt. Die haben Etienne und Nils. Stimmt. Übrigens habe ich Post bekommen. Ist nur an mich adressiert, nicht an dich. Und da schreibt Erikius Wurst. Hey Nils. Wie heißt der? Erikius Wurst. Erik Wurstmann. So, weiß ich, vielleicht heißt er ja so, kann er sein. Hey Nils, wenn der Zeus-Suhrmann geschlagen wird, dann ist doch der Zeus-Man wieder da, oder? Also muss wieder der Zeus-Man geschlagen werden. Also ist nur so ein Hinweis. Hast du verstanden, was er sagen will? Ich glaube, der hat unser Spiel nicht verstanden. Nee, hat er nämlich nicht, weil er denkt nämlich, wenn der dann tot ist, dass der andere dann wiederkommen müsste. Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja so, irgendwie, als wenn ich beim Gegner beim Karate schlag und dann verliere ich den nächsten Kampf und hat der, den ich geschlagen habe, wieder gewonnen. Das ist ja völlig blöd. Das macht ja gar keinen Sinn. Verstehst du, was ich meine? Ja. Nee. Wollte ich nur mal sagen, also das ist völliger Humbug. Ne? Danke, Herr Wurstmann. Ja. Hier, den finde ich sehr schön. Der unzäusurbare Lutanga-Killer-Hippo in Yamba-Spar-Abo. Mhm. 11 totlabernde Münder. Alles, das finde ich auch sehr schön. Einfach eine gute Idee, der allesfressende Killer-Bauchnabel. Ich finde übrigens, der Bauchnabel viel zu wenig gewürdigt, weil hast du auch mal so fusselnden Bauchnabel? Nee. Hast du wirklich nie fusselnden Bauchnabel? Ich habe immer fusselnden Bauchnabel. Ja. Ich habe irgendwie überlegt, ob ich die mal sammeln soll. Trägst du noch die Strickjacken? Und dann mache ich mir so ein Kissen oder was. Wo kommen denn die Fussel her, wenn ich mal fragen darf? Ich weiß nicht. Ich kann, wenn ich den ganzen Tag nackt... Was fusselt denn bei dir? Ich kann den ganzen Tag nackt... Vielleicht ist es die Klobrille, die ich, weißt du? Über der du immer drüber hängst. Mit dieser Frotte-Klobrille, die ich da... Ja. Dass sie dann irgendwie... Ich weiß nicht. Reibst du dich an der oder was? Reibst du dich an der Klobrille? Ich kann nackt mir einen Tank bauen, der mir bis zum Hals geht. Der schließt sich hier ab und da ist Wasser drin. Und ich bin da 2 Tage lang drin. Ich gehe raus und ich habe irgendwas im Bauchnabel. Ich weiß es nicht, das ist ein Mysterium. Vielleicht auch von, dass es von
von innen kommt. Das ist von innen so, dass der Staub, den man so einatmet den ganzen Tag, dass der sich sammelt. Und dann habe ich so ein Organ, das so ein, weißt du, so, vielleicht bin ich so ein Mutant und habe so ein Fusselorgan. Und der, oder wie? Weil der Bauchnabel hat ja auch keine Funktion. Was hat denn der Bauchnabel für eine Funktion? Was denn? Wieso, was ist denn das? Man kann doch mal über sowas reden. Ja, natürlich kann man auch. Das Problem ist halt, mein Bauchnabel ist ja, sag ich mal, rein ergonomisch an einer anderen Stelle als deiner. Nee, dein Bauchnabel sieht man nicht, weil sich diese Fettschürze so drüber wölbt. Ja, eben. Der ist quasi, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht, das Hemd ist halt auch unvorteilhaft. Nee. Aber das ragt halt hier so ein bisschen. Darf ich mal reinbohren? Ja, darfst du. Das ist so weich. Du könntest auch als Kissen oder was arbeiten. Ne? Vor allen Dingen, das ist aber auch wirklich unvorteilhaft, weil hier ist noch so ein Knopf, den, wenn ich den aufmache, dann walzt das da so raus. Kennst du diese Szene vom Nutty Professor? So war das bei mir. Mhm. Ich war immer schlank, mein ganzes Leben lang konnte essen, was ich will. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass sich mein Körper das alles gemerkt hat. Der hat sich nämlich gedacht, haha, warte, bis er auf die 30 zugeht. Dann, wuh. Eines Tages bin ich aufgestanden, stand vorm Spiegel, dann war es wie beim Nutty Professor. Pfuh. Ist quasi so überall an allen Seiten pfuh, 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 alles rausgeschossen und seitdem kriege ich es nicht mehr weg. Da hätte ich lieber einen Bauchnabel mit Fusseln drin. Und jetzt habt ihr auch die Erklärung, warum Etienne Gade nicht so sportlich ist. Weil er hat einfach Sachen mit sich rumzuschleppen, die... Oh, viel besser. Oh. Besser? Was? Ja. Ja. So, ach ja, eine Sache wollten wir noch zeigen, bevor wir... Oh, vergiss die Überleitung, die war super, aber wir vergessen sie. Wir müssen jetzt nämlich nochmal zeigen, wer jetzt gewonnen hat, oder? Ja, können wir gleich noch machen. Wir zeigen euch gleich, wer den Zäsurmann geschlagen hat, denn am 8.5. ist es soweit, das große Titankampffinale und wir haben uns gedacht, viele haben ja vielleicht nicht den gesamten Event mitverfolgen können, geht ja jetzt schon seit über einem halben Jahr und deshalb gibt es hier nochmal eine kleine Zusammenfassung, die wir zusammen gemacht haben mit unserem Freund Jack Bauer. Insofern viel Spaß mit dem kleinen Best-of vom Titankampf. Jede Runde schneller, ne? Jede Runde bin ich schneller und werde am Anfang von denen einmal gegen eine Wand gerammt. Ihr seht links und rechts bedröppelte Gesichter. Das liegt daran, dass wir um Punkt 10 Uhr vom heimischen Senioren-Tennisverband vom Platz vertrieben worden sind beim Stand von 5-4 für uns und ein Stand nach vergebenem Matchball. Und sind die Gesichter erstmal lang. Nee. Ganz knapp 5-12. Ja, hab ich gewonnen, weiß ich. Nee. 5-15 habe ich dir gesagt. 3-17? Ja, wenn das mal nicht mitten ins Gesicht war, ne? Wenn das mal nicht zerstört war, da war ich ja fast in der Hälfte dann. Aha. Wie das Ding ja hochgegangen. Schon gesehen hat, war ich
mindestens eine Sekunde schneller als die anderen. Das wäre ein Kinderspiel. Hier über uns. Ey, diese zwei Piece-of-Shit-Kurven da hinten, die eine fünfmal immer an der gleichen abgefuckten Stelle und da an der gleichen Stelle. Ich habe es fünfmal verschieden versucht. Mal bremsen, mal vom Gas gehen, mal bin ich mit 3 Kilometer angefahren und immer rutsche ich aus dieser Scheiße raus. Ja. Rein die 5 weg. Bis einer weint, sag ich ja nur. 3-3 steht's. Hätte man wirklich nicht für möglich gehalten. Also, ich habe ja zwischendurch wirklich, war ich siegesgewiss, habe ich gedacht, Mensch, weißt du, beim Tennis und so. Das mit dem Tennis, wenn diese verdammten Rentner mehr zu tun hätten oder früher Kohle kriegen würden. Ja? Nee, wenn diese Rentner. Wir den Titanenkampf gewonnen. Einfach mal hier davon schon betroffen wären und auch erst mit 127 Rente bekämen. Oder so rum. Dann wäre der Titanenkampf jetzt schon längst entschieden. Ne? Aber stattdessen ist es nochmal knapp geworden. Und am, was haben wir, 8.5., ne? 8.5. Ja. Yeah. Finale. Wird ganz spannend. Spannend war auch die Auswahl des neuen Hero to Beat. Gerade haben wir schon ein paar gezeigt. Jetzt würde ich so 3, 4 können wir noch zeigen, die richtig gut gezeigt sind. Und dann zeigen wir euch den Sieger. Ja, wir haben wirklich so tolle Einsendungen bekommen. Hier zum Beispiel der verfaulte Reiskornmann. Finde ich super. Hier, das war, haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon gezeigt. Der, Sack, der Sackreisschubser. Ja, ist einfach echt gute sehr, Idee. Sehr geil. Sehr aufwendig, muss man sagen. Wirklich sehr, sehr, sehr aufwendig. Dann haben wir den R-Mann, ja, weil die Chinesen können ja nicht das R aussprechen. Finde ich von der Idee her sehr ganz gut. Ja. Den Salto-Vater Jan, ja, wer kennt ihn nicht? Den Schwanzvergleich-Mann. Den fand ich auch sehr gut. Finde ich auch, man beachtet vor allen Dingen die Länge des Zensierbalken. Ja. Und Haha. Ja, und hier nochmal zur Verdeutlichung, wer der Gewinner ist. Ja. Ja, wird nochmal drauf gezeigt, falls ihr es nicht geschnallt habt, ja? Sehr gut. Der Sushi-Mann sieht aus wie eine Sushi-Rolle, aber ist ein Superschurke. Das ist nämlich der Trick bei der Sache. Ja. Und er sieht auch aus wie Sushi. Also als erstes, was ich gesagt habe, Sushi. Eindeutig Sushi, ja. Ne? Sushi. So, das ist der SOS-Cutter von Willi Eisenring. Der hat nämlich sich durch die chinesische Mauer gecuttet und dann hat er den Gürtel vom Zäsur abgeschnitten, sodass der nackt war und sich selbst zensieren musste. Gute Geschichte. Gut gezeichnet. Ja, sollen wir jetzt mal zeigen, wen wir eigentlich... Ja. Den finde ich auch sehr schön. Das ist nämlich der immer zu schlecht gelaunte und ebenso schlecht rasierte Ugly-Höhlenmann. Ja.
Fantastisch. Und beachte wirklich mal, vielleicht können wir mal ranzoomen, die Haare an den Beinen und unter den Achseln. Ja, so soll es doch sein eigentlich. Ja, ne? Natürlich. Finde ich. Super. Ja, zeigen wir nochmal den... sehr schön gemalt. Nicht gut. Der den Gewinner Hürmann. Jetzt, oder? Ja, wir zeigen jetzt mal den Gewinner. Das muss ich hier kurz mal rausgehen und etwas nach oben gehen. Der hat uns sehr gut gefallen. Der hat uns sowohl malerisch als auch von der Idee sehr schön gemalt. Und das ist kein geringer als... Der Gibbelmann! Der Gibbelmann ist der ultimative Albtraum eines jeden Chinesen. Denn wie jeder weiß, können Chinesen nur mit Stäbchen essen. Taucht der Gibbelmann auf, vernichtet er sofort jedes Essstäbchen, das ihm in die Quere kommt. Und die Chinesen verhungern. Sehr schön gemalt von Markus Lehmann und wir haben uns entschieden, dass das der neue Hero to Beat ist. Und ihr könnt euch schon mal auf was freuen. Weil ich bin als nächster dran, ich muss als nächstes malen. Ne? Ja. Du hast von Zäusur gemalt. Mhm. Und du malst jetzt hier den Gegner vom Gibbelmann. Das wird nicht einfach, weil der Gibbelmann hat es halt einfach wirklich drauf. Man sieht einfach so eine, gegen so eine riesen Gabel, kann man ja fast nicht ankommen. Eigentlich ist eine Gabel fast unbesiegbar. Das ist ja auch, früher die Armeen sind ja auch mit Gabeln aufeinander losmarschiert, ja, bevor die Atombombe erfunden wurde. Das, ne? Ja, kurz davor. Ja, ist so. Das war auch in Stalingrad, als die Gabeln ausgegangen sind. Ne? Das war das Ende. Ja. Ja. So, was machen wir jetzt? Die Regie sagt, wenn wir nicht mehr können, nicht machen mehr wir ein bisschen Werbung. Wir können den ganzen Tag. Alter Schwede, ich könnte hier 24 Stunden lang erzählen. Ja, pass mal auf. Ja. Letzte Woche, ne? War ich ja, im Supermarkt, weißt du? Siehste? Und weißt du, wie peinlich das ist, wenn eine hübsche Frau hinter dir am Supermarkt steht und du kaufst nur so Essen, was genau zeigt, dass du überhaupt keinen Plan von gar nichts hast. Und das ist halt super peinlich. 5-Minuten-Terrinen oder irgendwie Ravioli in der Dose, weißt du? Und ich denke mir, dann hättest du wenigstens ein Salatblatt oder noch so da drauf gelegt, wäre ein bisschen cooler gekommen. Dann habe ich noch die riesen vierlagiges Klopapier. Und so, sollen wir jetzt doch Werbung machen? Ich könnte noch weiter. Soll ich nicht erzählen, was letztens in der Apotheke... Ich hätte das jetzt interessiert. Ja gut, ich erzähl's dir weiter. Ja gut, und dann erzähl mir das mit dem Pinguin auch nochmal. Ja, okay, pass auf. Also da war ich in der Apotheke und dann kam dieser Pinguin. Und das war absolut Hey, was geht? Hey, wir haben die zwei Spaßvögel, ne? Haben wir immer schön zusammengeschlagen. Heute ist Musik-Act, Gangster-Rap, weißt du, wie wir machen? Hier, Mann. Wir sind die Ghetto-Boys. Nee, Ghetto-Nights von der Straße, die Mann. Ghetto-Nights. Live vom Asphalt, nur für euch. Und wir haben euch einen krassen Song mitgebracht, Mann. Für alle schönen Mädchen da draußen, pass mal auf, wir haben euch was mitgebracht. Hey, Regie, spiel mal den Beat jetzt. Go Beat, Yeah, yeah. Das ist der Shit, Mann. Das ist der Shit von der Straße. Ja. Wir haben euch eine Geschichte zu erzählen, Alter. Hör mal rein, Mann. Das ist krass. Together, yeah. Thank you.
Yeah, yeah. Ah. Das ist der Sound der Straße, Baby. Oh, Ghetto Bass, Ghetto Bass.